Piece by Piece mit Silke Liniewski. Und wir kommen zum zweiten Teil mit Veit Lindau. Und da mag er uns ein bisschen Einblick ins Innere gewähren. Es ist immer so schön, das macht ein bisschen Angst, ne? Nö. Nee? Für mich ist das irgendwie, erstens ist es mein Job. Also ich fordere Menschen heraus, ehrlich zu sein, und ich finde, da muss ich mit gutem Beispiel vorangehen. Und zweitens, ich glaube, ich bin einfach so gestrickt. Also im Sinne von, mir wäre es viel zu anstrengend, irgendwo was zurückzuhalten. Also mir macht es Spaß. Das ist schön. Wir fangen mal mit was Einfachem an, zu Piece by Piece. Was bedeutet Frieden für dich? Frieden. Also Frieden ist für mich vor allen Dingen ein innerer Zustand. Ja, ich bin früher in meinen Revoluzzerjahren, habe ich viel gedacht, Frieden fängt damit an, dass wir im Außen Frieden schaffen, und das ist natürlich auch extrem wichtig. Aber dann ist mir aufgefallen, dass viele von denjenigen, die Frieden im Außen versuchen zu erreichen, oft selbst Unfrieden in sich tragen. Und den kann man zum Beispiel auch sehr gut in der Friedensdemonstration, kann man Unfrieden weitergeben. Und für mich ist es ein unglaublich erstrebenswerter Zustand, also erstmal wirklich in mir Frieden zu finden, und zwar egal, was um mich herum passiert. So, egal, ob mein Leben gerade hoch oder runter geht. Also für mich ist der erholsamste Zustand überhaupt. Wie kriegst du den hin? Das ist das Spannende. Also ich finde, man kann den eben nicht hinkriegen. Man kann nicht sagen, jetzt ist er da. Also für mich der direkteste Weg, ihn einzuladen, ist, alles willkommen zu heißen, was gerade ist. Also Beispiel, wenn ich am Morgen aufstehe und ich habe einfach einen Scheißtag und ich habe schlechte Laune. Die schlechte Laune selbst kann mich eigentlich nicht von dem Frieden abhalten. Aber wenn ich anfange, mit der schlechten Laune zu kämpfen, dann bin ich in Unfrieden. Aber wenn ich die Türen weit aufmache und sage, okay, Scheißtag, schlechte Laune, dann ist Frieden da. Also Türen weit auf. So, und im Grunde genommen würde ich sagen, seitdem ich mich so auf einem bewussten Weg befinde, also das ist, was ich mache, also zu trainieren, die Türen immer weiter aufzumachen, also immer mehr willkommen zu heißen. Und spannenderweise, ist zumindest meine Erfahrung, kann ich dann auch zu diesem äußeren Frieden mehr beitragen. Ja. Und abgesehen von dem Tool, hast du ein Lieblingstool, das du gerne machst, also was dich einfach richtig schön in Freude bringt und glücklich macht, was du wirklich anwendest sozusagen mit dem richtigen Hinkriegen? Also mein allerliebstes Tool ist nicht unbedingt was, was mich in Freude bringt, weil ich die Erfahrung gemacht habe, also wann immer ich versuche, in Freude zu kommen, kämpfe ich eigentlich schon wieder gegen was. Also ich glaube zutiefst daran, dass Freude unser natürlicher Zustand ist und dass sich Freude einstellt, wenn wir anfangen, alles willkommen zu heißen. Und dieses liebste Tool ist für mich die Achtsamkeitsmeditation, die buddhistische. Die habe ich in der Zeit kennengelernt, als ich kolossal im Krieg mit mir war und mit der Welt war und mit allem war. Und ich habe auch diese Meditation erstmal verflucht, weil sie mich einfach ohne Gnade, ohne jede Ablenkung mit mir konfrontiert hat. Und gleichzeitig würde ich sagen, also wenn es ein Tool gibt, wenn ich nur ein Tool mit auf eine Insel mitnehmen könnte, dann wäre es das. Weil diese Achtsamkeitsmeditation genau das ist. Sie schult mich daran, die Tür offen zu halten. Ja. Was bedeutet Sex für dich? Sex. Klingt jetzt vielleicht plakativ, aber für mich ist irgendwie alles Sex. Ja, es gibt den körperlichen Sex und der ist cool, aber für mich ist, also ich erlebe das Leben als sehr tantrisch. So, und als eine Art von, dass es die ultimative Herausforderung ist, mich komplett hinzugeben. Und wenn ich mich komplett hingebe, dann hat es eine Art von, mich mit dem Leben zu vereinigen und gleichzeitig, also wirklich auch, da kommt dann vielleicht der Mann in mir vor, also auch mich als Liebhaber des Lebens zu fühlen, also das Leben zurückzubefruchten. Also für mich ist zum Beispiel, gerade seitdem ich mich entschieden habe, auf der körperlichen Ebene nur noch einer Frau treu zu sein, ist für mich meine Arbeit, meine Kreativität, meine Form Eros mit der Welt zu teilen. Also für mich ist jede Form von kreativer Arbeit ist zutiefst erotisch. Ja. Spannend, das hört sich an, wie du bist komplett im Einklang und machst alle Türen auf. Was riecht denn dich so richtig auf? Weil es mich so richtig aufregt, auch mich ringen total viele Dinge richtig auf. Also
was regt mich richtig auf? Also am meisten regt mich auf, wenn ich nicht im Einklang bin und mich über was aufrege. Ich kann mich extrem schnell aufregen, wenn irgendwas in unserer Arbeit nicht so läuft, wie geplant. Also das ist gerade eine riesen Herausforderung, weil wir sind gerade stark gewachsen, wir haben viele Mitarbeiter. Und ich habe einen unglaublichen Kritiker an mir, also den ich an mich stelle, aber den ich auch den anderen stelle. Und der ist nicht besonders konstruktiv, weil er erstmal einfach nur losschießt auf den Fehler. Also ich kann mich extrem schnell aufregen, versuche mich aber immer weniger aufzuregen, so, weil ich will ja noch eine Weile glücklich auf diesem Planeten sein. Und was ist so deine Leidenschaft, die dich immer wieder irgendwo hinzieht? Also ich sag mal, ich lebe zu 100% in meiner Arbeit meine Leidenschaft. Also ich folge dem Plan. So, also ich glaube, ich habe es ja schon gesagt, ich glaube, dass jeder von uns für etwas designt wurde. Und das zu erlauschen und dann so frei wie möglich auszudrücken und dabei natürlich auch immer wieder auf anerzogene Grenzen zu stoßen und die loszulassen, also das ist für mich pure Ekstase, ja. Ja. Und gibt es noch eine Leidenschaft wie Schokolade oder so? Was gibt es noch? Ich schaue gerne Filme, aber das ist nicht wirklich eine Leidenschaft, es ist eher so eine Möglichkeit zu chillen. Also definitiv die Beziehung zu meiner Frau ist, also wirklich da immer tiefer zu gehen, ist eine wirklich Leidenschaft. Also das ist so, ich sag jetzt mal, das ist mein privates 24-Stunden-Forschungsobjekt, wie tief kann man mit einem Menschen gehen. Aber ich bin so ein Typ, also wenn du meinen Zeitablauf anschauen würdest, dann würdest du denken, ja, wo ist denn dein Privatleben, weißt du? Und für mich ist alles Privatleben und Arbeit zugleich. Also wenn ich was kriege, dann setze ich das um und dann setze ich das im Privatleben rum und in der Arbeit um. Also das ist, ja, die anderen Sachen, also ich sag jetzt mal, zum Beispiel Essen oder so, das ist okay, aber das türmt mich nicht wirklich an. Also für mich ist eher so das Innere zu verwirklichen und einem Menschen dabei zu helfen, das finde ich cool. Ja. Gut, ich habe jetzt trotzdem was, auch wenn es dich nicht antört. Du bekommst nämlich noch von mir ein paar Piece by Piece Sonnenkekse. Super, danke schön. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Interview, Veit. Ja. Genau, noch mehr Infos hier und viel Spaß beim Ausleben all deiner Leidenschaften in Zukunft. Danke dir. Dankeschön.